Ja, wenn es euch schon bereits aufgefallen ist, wir sind mitten im Krieg. Nicht nur auf der 3D-Ebene, sondern es ist ein energetischer Krieg. Und wie rennt der ab? Immer noch selber Manier. Es gibt verschiedene Kräfte, die was mit verschiedenen Methoden die Kriegsführung vorantreiben. Manche machen es mit List, Lug und Betrug und manche eher mit Konfrontation von Angesicht zu Angesicht. Das sind unterschiedliche Strategien, die was seit Jahrtausenden angewandt worden sind, unter anderem auch von den Römern, um uns Germanen zu unterjochen. Das kann man nachlesen in guten Geschichtsbüchern. Und es ist ein Geist, es ist eine Wesenheit, von derer Menschen, ja, die sich Menschen bemächtigen, die was dann ist, in diesem Geist handeln, und man kann selber, also du kannst selber prüfen, ich kann prüfen, unter welchem Geist und welcher Energie, dass ich stehe. Es geht ja primär um energetisch-geistige Angelegenheiten. Das, was in der 3D-Welt nur dann zutage tritt, ist ja nur die Spitze von Eisberg. Und ein Beispiel. Wir alle sind hier, haben hier irgendwo vielleicht offene Türen, Schwachstellen. Das sind primär traumatische Erlebnisse, die was wir aus der Kindheit noch nicht verarbeitet haben. Da geht es hauptsächlich um das Thema Beziehung zwischen Müttern. Und ja, wenn diese Dinge nicht bearbeitet worden sind und verdrängt worden sind, kann hier eine gewisse Wesenheit, die was mit mit List, Trug und Täuschung die Kriegstaktik vorantreibt, hier bei uns Einhalt gebieten und so weit uns in Besitz nehmen, dass wir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einfach besessen sind. Das beobachtet man. Man hat einen Konflikt, zum Beispiel eine langjährige Freundschaft, und da gibt es einen Konflikt, einen Machtkonflikt. Irgendwo findet dieser Geist dann eine Schwachstelle. Schwachstellen sind Dinge, die was wir nicht aus der Vergangenheit aufgearbeitet haben. Meistens, wie gesagt, sind es Konflikte in der Kindheit, in der frühesten Kindheit, mit Eltern, auch mit nahen Verwandten, vielleicht mit Ex-Partnern und Ex-Partnerinnen, wo sich das Ganze wiederholt. Und dann tritt diese Wesenheit in Kraft, und was sind die Früchte? An den Früchten sollte sie kennen. Also da kann wir vielleicht durchaus dann in ungesunde, pseudo-religiöse Laster verfallen, dass er eifrig meditiert oder beten geht, und auf der anderen Seite dann extrem fanatisch wieder vom Gaul fällt und voll unausgewogen handelt. Ja? Ein konkretes Beispiel. Es gibt einen Konflikt, diese Freundschaft trennt sich. Meistens ist es auch das Thema der mangelnden Selbstreflexion, natürlich in einem gewissen Stadium des Aufruhrs oder der, wenn das ganze Konflikt frisch noch besteht, dann ist man durchaus emotional immer nicht im Gleichgewicht. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man reflektiert selber, sieht seinen eigenen Anteil, oder man fängt an zu verurteilen. Plötzlich ist alles, was der andere vorher gut gemacht hat, wird plötzlich schlecht geredet. Und meistens ist es ein Konflikt zwischen Männern, der was ausgetragen wird. Es ist auch der Machtkampf und natürlich auch ein, so wie es mal bald zum Machtkampf. Es gibt Hierarchien in der unsichtbaren Welt, auch in der sichtbaren. Und es gibt natürlich Männer, die was hier nicht die Eier in der Hose haben, hier von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten, weil sie wissen, im Angesicht zu Angesicht würden sie den Kampf verlieren und würden sie ihre rechtmäßige Position als Better oder wie auch immer in die Hierarchie kriegen. Jetzt machen sie es mit List, Taktik und Täuschung und Trug. Meistens versuchen sie dann, den Mann, den was man bekämpft, aber nicht öffentlich, weil man keine Chance hat gegen den, dann über seine Nächsten zu konfrontieren. Meistens ist es der Partner oder die Ehefrau. Man versucht dann hier gewisse Samen zu setzen,
Und diese Samen können natürlich aufgehen. Oft passiert dann so, dass natürlich dann nach vielen Jahren der Indoktrinierung dann diese nahestehende Person so dermaßen weich geklopft worden ist, dass sie sich auch von diesem Geist hat investieren lassen. Nur die Frage ist, was soll man tun? Das ist eine interessante Frage. In dieser westlichen 3D-Welt sind ja uns Männer auch gewisse ungesunde Gesetze gegeben, dass wir diesen Konflikt einfach einmal kurz und prägnant bereinigen. Das würde ganz leicht gehen. Man schaut nur an die Tierwelt, wie das gemacht wird. Da gibt es einen Balzkampf und dann ist Sache erledigt. Wenn man das heute natürlich macht, heißt das, man ist primitiv, man ist extrem, man ist gewalttätig. Und gerade diese Möchtegern-Männer, die was luschen sind in Wirklichkeit, schützen solche Gesetze, dass man hier nicht einfach ganz klar die Sache ausfechtet, wie sich es einfach unter anständigen Männern gehört. Also gerade Pseudogesetze schützen solch eine verweichlichten Männer und drum greifen diese vermehrt dann zu Methoden der List und Täuschung und versuchen dann über andere Menschen, andere Kanäle halt hier Verbündete zu rekrutieren in den unheiligen Krieg. Und meistens ist es dann so, dass diese Männer auch natürlich komplett selbst unreflektiert sind. Sie denken nicht über ihre eigene Rang in der Hierarchie nach, das ist auch so eine Sache. Jeder hat seinen Platz, das ist ganz wichtig. Das sollte man finden und das will die Natur so. Und wenn wir uns mit List, Täuschung und Trug und Indoktrinierung andere hier versuchen, den Rang zu erschleichen, dann wird das letztendlich nicht gut ausgehen für mich. Also, es ist nicht aufrichtig, es ist nicht ehrenhaft und es ist nicht mannhaft. Und das ist einfach abzulehnen. Also wenn du einen Konflikt hast mit einem Mann, lieber Mann, dann steh ihn persönlich aus mit diesem Mann. Such sein Angesicht. Von Angesicht zu Angesicht. Und dann werden diese Ränge ganz von Natur aus wieder so in eine Ordnung hergestellt, wie es das göttliche Höhere will. Und wie es auch richtig ist und harmonisch ist. Und zum Dienst dem Wohle aller. Und so einfach ist es. Gut, mal Ende der Debatte.